Willkommen zurück zu einem neuen Part von To the Moon. In der letzten Folge hat eine kleine Veränderung bewirkt, dass Johnnys Leben sich grundlegend verändert hat, zumindest in seinen Erinnerungen. Wir befinden uns hier jetzt bei der NASA und ich habe mich etwas beruhigt und ich würde sagen, dann schauen wir uns nochmal genau hier um. Wir haben nicht die Zeit, ihn einfach nur anzustarren. Okay. Vielleicht können wir hier weitergehen? Es fehlt ein Memory Link, um fortzuschreiten. Na gut. Die Tasche? Nee. Das Buch? To the Moon. Die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte. Ein Roman von Joey Wiles. Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch verkauft hat. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt, Neil. Da haben wir auch schon den Memory Link. Mal gucken. Gibt's hier noch irgendetwas, das wir uns ansehen können? Scheint nicht so zu sein. Obwohl es ja auch ganz schön gewesen wäre, wenn die was zu den Bildern sagen würden. Na gut. Dann gehen wir einmal durch die Tür. Okay. Hier ist wieder eine solche. Jetzt fehlen 4 Memory Links. Wahrscheinlich fehlen es nur 3. Aber hier geht's weiter. Liegt es an mir oder ist dieser Aufzug innen kleiner als außen? Gehen wir ins zweite Stockwerk. Oder fahren besser. Was haben wir hier? Nichts. Dann gehen wir einmal da unten schauen. Da haben wir Joey. Das ist das Missionskontrollzentrum. Im Moment passiert hier nicht viel, aber eines Tages werden sie es in Aktion erleben. Ich habe beinahe erwartet, dass Zordon auf dem Bildschirm auftaucht. Hier nicht. Was? Lass uns gehen. Okay, wir haben den Memory Link. Ist denn jetzt hier irgendwas? Nein. Dann fahren wir doch am besten ins nächste Stockwerk. Sag mal, was meinst du, war die Mondlandung im letzten Jahrhundert wirklich? Fang nicht damit an, Neil. Fang gar nicht erst an. Ab in den dritten Stock. Okay, sie sind wieder da links, aber erstmal schaue ich hier oben. Okay, ein Krankencheck oder sowas. Ihre Werte sind hervorragend, aber trotzdem müssen wir ihren Zustand in den kommenden Sitzungen genau überwachen. Okay. Hier gibt es nichts. Na gut, dann schauen wir uns weiter unten um. Da haben wir Joey. Und das ist die Zentrifuge. Wenn sie Glück haben, werden sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Ah, genau, das Schleuderdings. Hier auch nicht. Wovon redest du? Komm, wir haben nicht mehr lang. Ich glaube, dass er mit seinen Kommentaren die ganze Stimmung zerstört. So, was haben wir denn hier noch? Nichts. Eine weitere Zentrifuge. Okay. Ach, die Tür ist auf. Ich muss ja selbst reingehen. Ich erwarte immer, die machen das für mich. Ich hoffe, bei der echten NASA haben sie größere Aufzüge. Okay, diesmal nimmt uns, ja, die Aufmachung dieses Ganzen die Entscheidung, wo wir hingehen. Am Shuttle wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es uns im Moment nur von hier aus ansehen. Das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen. Du musst mal wirklich an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Ach, wir dürfen wieder gehen? Ah, wow. Das kannst du laut sagen. Weißt du, was am eindrucksvollsten ist? Was? Das Stück ganz oben und das untere Ende vom Shuttle. Da muss ich dir zustimmen. Oh, wie ich die arme Seele bemitleide, die diese Details nicht ansehen können. In der Tat, besonders die Nase da oben. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es wohl nicht mehr so wie jetzt aussehen. Ja, jetzt ist die einzige Gelegenheit. Ja, ja, und die Fieslinge lassen es uns nicht sehen. Wir sind echt bemitleidenswert. Na gut. Jetzt können wir aber, wenn ich mich nicht täusche, unten durch die Türe. Also, wieder nach unten. Und ab hier durch. Mal schauen, was uns erwartet.
Ich frage mich, ob die echte NASA wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht. Dies ist ein Konstrukt aus Johnnys Fantasie. Ah, ja, Wikifakten, verkleistert mit seinen Hirngespinsten. Trotzdem merkwürdig, Vögel zu hören, aber keine zu sehen. Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was? Und hier ist der Pausenraum. Das ist David. Er ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die NASA geschafft, so wie es aussieht. Meinst du, er hat es bis zum Ende durchgehalten? Selbst wenn, es braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Dann lass uns schnell den letzten Memory Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Er wird wieder instabil. Was ist los? Ist es schon zu spät? Ich weiß es nicht. Ah, und hier ist unser anderer Neuzugang. River, richtig? Schön, Sie dabei zu haben. Ja, das ist echt schön. Hallo, ich bin John. Puh. Ich dachte schon, sie wären nicht... Was zum Teufel, Eva? Du hast sie doch gelöscht. Nein, hat sie nicht. Nein, wie ich schon sagte, ich habe sie nur verschoben. Was sie mit ihrem Leben anfängt, ist ihre Sache. Aber diese Welt besteht aus öffentlichen Daten und Johnnys Fantasie. Und weil Rivers persönliche Daten nicht Teil der öffentlichen Quellen sind, kommt das hier alles von Johnny. Trotzdem gab es nur eine gewisse Chance. Wie konntest du sicher sein, dass es funktionieren würde? Ich war nicht sicher. Das hätte ganz schön schief gehen können, ist dir das klar? Du warst noch nie sehr risikofreudig, Neil. Einigen wir uns einfach darauf, dass diese Runde an mich geht. Wir haben noch zwei weitere Helme, oder? Ich glaube, Johnny würde sich über ein bisschen Gesellschaft freuen. Ah, jetzt holen sie seine letzten Angehörigen dazu. Bestimmt kommt Lily dann mit rein und vielleicht der Doktor, weil für beide Kinder ist kein Platz. Aber das ist ja total schön. Man hätte fast damit rechnen können, aber so weit habe ich erstmal nicht gedacht. Aber seine Leidenschaft, Klavier zu spielen, hat er behalten. Wie es scheint, hat er es selbst geschrieben. Ganz schön eintönig, wenn du mich fragst. Wie heißt es? To the Moon. Das ist ein schöner Titel. Ach, die beiden.
Ah, da seid ihr ja. Ihr zwei solltet euch ausruhen. Morgen ist der große Tag. Der Schnäuzer. Okay, wir können uns bewegen. Ich nehme mal an, dass wir nach links sollen. Ich will auch Astronaut werden, Dad. Eines Tages, mein Sohn, wirst du das vielleicht. Pah! Vielleicht sagen die anderen auch was, wenn wir dicht genug dran vorbeigehen. Ah, das könnten seine Eltern sein, ne? Hättest du gedacht, dass sie es schaffen würden? Ha, du etwa? Nein. Ach, das sind gar nicht die Eltern, das sind die Freunde. Nick und Isabel. Nein. So wie sie ist, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass sie es schafft. Aber da lag ich wohl falsch. Umso besser, oder? Ja, ich freue mich für sie. Das auf jeden Fall. Weißt du, das ist mein Bruder da in diesem Shuttle. Wow! Yep, ich habe darüber mal ein Buch geschrieben. Allerdings mit einem weniger optimistischen Ende. Da muss ich jetzt wohl noch mal ran. Auf jeden Fall. So, was sagt ihr beiden? Hey, Dr. Watts, nicht wahr? Danke, dass Sie uns hereingelassen haben. Ja, schon gut. Eva hat das geregelt. Haben Sie herausgefunden, weshalb er zum Mond wollte? Natürlich. Und? Was haben Sie alles gesehen? Sagen wir so, das Ganze war ein Haufen schmalziger Käse, der sich dann von selbst gelöst hat. Alles klar. Was sagst du, Doktor? Wissen Sie, letzte Nacht habe ich mehrmals gedacht, dass wir Johnny bereits verloren hätten. Ich denke, dass er am Leben festhält, um auf Sie beide zu warten. Dann hat er ganz schön viel Geduld. Ich hoffe nur, dass sich das Warten lohnt. Machen Sie schon weiter, Ihre Kollegin wartet. Na gut. Ich dachte, von hier wäre die Aussicht ganz gut. Zumindest gut genug, um den Verkehr zu sperren, hm? Sicher, sogar dann, wenn die beiden real wären. Tja, das ist jetzt wohl der Augenblick, für den wir so lange gearbeitet haben. Bereit für den Start? Doch, auf jeden Fall, wir haben ja mit allen gesprochen. Komm hoch zu mir. Warum? Warum nicht? Du wirst mich nur wieder über den Rand schubsen, oder? Durchaus möglich. Aber die Aussicht ist das Risiko wert. Na komm. Alle an ihre Plätze. Und da ist das Team. Oh nein, Johnny, halt durch. Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde.
Oh. Es ist nicht mehr weit. Nimm ihre Hand und dann schafft ihr das. Da ist er, der Mond. Und das ist es dann wohl auch schon gewesen. Mein Fazit zu diesem Spiel, es ist einfach wunderschön. Nicht nur, dass man Johnny total lieb gewinnt, man lernt ihn zwar rückwärts kennen, erstmal in seinem Alter, dann lernt man seine jüngeren Phasen kennen, man lernt ihn und River zu lieben, man weiß, warum er sie liebt, obwohl es manchmal auch nicht ganz so verständlich ist, und der Humor des Spiels ist natürlich auch große Klasse. Genauso wie Neil und Eva, die beiden lernt man auch absolut lieben und man lacht mit ihnen und vor allem Neils Charakter ist der Wahnsinn. Aber sowieso diese Sticheleien, die die miteinander machen, das ist richtig toll. Und ja, das Spiel ist wirklich absolut mitreißend. Ich kann das jedem empfehlen. Ich glaube, selbst wenn ihr es schon bei mir gesehen haben solltet, solltet ihr es selbst einfach nochmal spielen, denn das ist eine Erfahrung für sich selbst wert. Das hat mich wirklich absolut mitgerissen und wie ihr in der letzten Folge mitbekommen habt, habe ich ja auch geweint und ja, also absolut toll, ich habe gar nichts zu beanstanden, es war von Anfang bis Ende wunderschön, natürlich ist das Gameplay eher zweitrangig in dem Spiel zu beurteilen, denn es geht ja auch schließlich nicht darum, es geht wirklich um diese Story, die einfach vermittelt wird und das sollte man wirklich erleben. Ich lasse jetzt nochmal den Abspann laufen und dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Bis dann! Hier ist er. Danke. Jetzt geht's spielen, okay? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Johnny das Haus einfach so an Lily vererbt hat. Tja, wem hätte er es sonst geben sollen? Uns? Wobei es wirklich ein ziemlich mieser Ort für Begräbnisse ist. Wenn es mal einen Erdrutsch gibt, könnten sie unten mit den Fischen schwimmen. Noch ein bisschen zu früh für Scherze. Nö, dafür ist es niemals zu früh. Netter neuer Klingelton. Hallo, Eva hier. Wir sind auf dem Weg. Neuer Patient? Neuer Patient.
Dann los. Es wäre auch schön, die beiden noch mal in einem neuen Spiel zu sehen. Oh. Oh. Doch eine Schmerzmittelsucht, obwohl er es abgestritten hat. Episode 1 To the Moon haben wir abgeschlossen. Das gibt ja Hoffnung, dass es noch etwas geben könnte. Wie gesagt, es war wundervoll und damit möchte ich mich ja noch einmal verabschieden. Dann sehen wir uns in einem neuen Spiel wieder. Bis dann!